Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Let's Play. Jo, es ist 22.03 Uhr des 17. Oktober 2012. Dieses Game ist noch nicht mal offiziell draußen, beziehungsweise es ist nicht mal ein offizielles Game, es ist ein RPG Maker Game. Erstellt mit dem RPG Maker VX. Doch Leute, die jetzt den RPG Maker nicht so kennen oder mögen oder so, gebt dem Spiel eine Chance. Wie der Titel schon sagt, da steht Kingdom Hearts drin. Also jeden, der Kingdom Hearts kennt, der Kingdom Hearts mag oder der sonst was mit Kingdom Hearts anfangen kann und es auch nur zum Teil gut findet, wird mit diesem Spiel sehr viel Spaß haben, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ich weiß absolut nichts von dem Game. Es ist blind, ich kenne nur die erste Welt, da ich sie gebeta-testet habe, und mehr nicht. Den Link zum Download dieses Spiels werde ich selbstverständlich, sobald dieses Spiel erschienen ist, das wird am Freitag sein, den 19.10., natürlich in die Beschreibung packen, damit ihr es selber zocken könnt. Es wird ein 100% Run werden. Jo. Und ihr werdet sehen, wie ich fehle. Wie gesagt, gebt dem Spiel eine Chance und schaltet nicht ab, nur weil es euch jetzt nicht grafisch vom Hocker hauen wird. Dann wollen wir mal starten. Mal schauen, was beginnt. Ich kann es kaum abwarten. Du willst wirklich gehen? Ja, das will ich. Sogar die Tilesets da unten als Weiter-Symbol ist ein Schlüsselschwert. Also ich persönlich habe Kingdom Hearts noch nie gezockt. Ich kann damit nichts anfangen. Ich kenne nur ein paar Charaktere und Szenen mehr nicht. Oh, okay. Da kann man wohl nichts dran ändern. Wir werden dich vermissen. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist eine typische Choro-Antwort. Warte, komm zurück. Ich war doch nie wirklich bei euch. Okay. Wird es. Also meine Erwartungen, so eine Map, so übelst die krasse Story. Nein, nein. Das natürlich nicht. Okay. Choro. Jo, dieser rote, verdummte Igel ist Choro. Ich werde ihn in diesem Let's Play so richtig fertig machen. Choro hat es einfach verdient. Ist nicht böse gemacht, aber es sollte... Entschuldigung, also kein Insider sein. Choro und ich machen uns dauernd platt. Beeil dich, ihr könnt in der Nähe sein. Und Tomke werde ich ab und zu die Fette nennen, weil sie einfach so fett ist. Kirby ist nämlich fett. Ist ja gut.
Wer bist du? Katie. Bis hierhin und nicht weiter. Katie? Was willst du hier? Ah, sie scheinen sich zu kennen. Soll ich aufhalten? Geh besser gleich auf, verpiss dich, Fliege. Aber wir suchen ihn. Davon kannst du uns nicht abhalten. Ihn? Meint ihr Pyroflo? Schon schwer genug, sich an seinen Namen zu erinnern, nicht wahr? Halt die Klappe! Wir wollen unser Leben zurück. Und ohne ihn ist es nicht das Gleiche. Er will euch aber nicht sehen. Und ich bin dafür verantwortlich, dass sie ihn nicht treffen. Wie konntest du so weit kommen? Bro. Ein Jahr zuvor. Oh Gott, ein Jahr noch. Oh, ich erinnere mich hier noch an einen epischen Fail. Da, ich habe diese Welt habe ich gebeta-testet, diese Map kenne ich noch. Da konnte man über alles drüber laufen, übers Wasser, über die Häuser, über alles einfach. Das ist geil. Pyroflo! Alter, es ist lange her, dass ich diese Musik gehört habe, bestimmt ein Jahr. Pyroflo, bist du da? Kommt drauf an, worum geht's? Du sollst beim Holz helfen, Holz holen helfen. Ich weiß genau, was er sagt. Er sagt, nein, ich bin nicht da. Nein, ich bin nicht da, ich wusste es. Ich kann mich noch erinnern. Kommt gefälligst raus. Okay, ah. Bewege dich mit dem Pfeiltasten. Nein, ich wollte gerade WASD benutzen, weißt du? Hey, ich will irgendwas untersuchen. Kann man hier pennen? Wenn ich jetzt wieder schlafe, wird Tumke mich umbringen. Oh, die Fette. Ja, genau so. Wenn du das untersuchen willst, stelle dich davor unter Leertaste. So kannst du auch die drei Schilder in deinem Haus lesen. Auf ihnen steht noch viel Wissenswertes. Was steht denn hier? Mit X oder bla, das Menü öffnen. Ja, das ist klar. Ich war hier regelmäßig, das ist das gute Plan. Du kannst nur im Menü speichern, wenn die Welt, in der du dich befindest, friedlich ist. Ansonsten kannst du an Speicherpunkten speichern oder mit Hilfe von speziellen Items. Das ist schon mal scheiße. Gut, wir können nur diese Truhe untersuchen. 10 Taler, ganz reich sind wir. Ach, Pyroflo, wieso musstest du alles ausgeben? Du kannst Shift gedrückt halten, während es laufen, um zu rennen. Doch wenn du zu viel rennst, wirst du so schnell wie du bedenkt hast. Das will ich jetzt mal austesten. Rennen. Ich will müde werden. Okay, der Herr wird noch nicht müde. Wahrscheinlich ist es erst ein Event, das nachher ausgefügt wird. Wenn ich zu viel renne. Noch kann ich unbegrenzt rennen. Das finde ich gut. Hier kann man nämlich speichern. So bin aber nicht. Ja. Nein. Ich möchte nicht speichern. Ich möchte jetzt Holz holen. Ah, jetzt wird mir das Dorf gezeigt, ne? Ja. Darkon. Wir leben in Darkon. Ha, wie sich die Schrift verpisst. Was haben wir denn hier? Pyroflos aus. Oh mein Gott, hier gibt's so viele Easter Eggs, das musste ich gleich testen. Da bist du endlich, du faule Socke. Hey, du sollst mit Choroholz in den Darkon-Wäldern suchen. Ja. Cool. Und weiter im Text. Ja! Schaff das nicht alleine. Du kennst Choros Orientierungssinn. Nimm die Mission einfach an und hilf ihm. Umso früher bist du fertig. Ja, Choros Orientierungssinn ist scheiße. Ja, klar. Verbinde dich mit Choro und suche 5-mal Holz in den Darkon-Wäldern. Diese Mission annehmen, ja. Oh Mann, Choros Orientierungssinn. Wir arbeiten heute zusammen. Ja, schätze mal schon. Ist die Mission für dich allein etwa zu schwer? Das ist eigentlich deine Mission. Ich bin hier, um dir zu helfen. Na dann gib alles. Ach, Choro. Ah, wenn man es öffnet, kommt das Kingdom Hearts Symbol. Ja, coole Sache. Ja, yeah, du bist mit Moos bedeckt. Gut, diese Mission kenne ich natürlich noch in- und auswendig. Zu der Truhe kommen wir noch nicht. Die Hölzer. Mal schauen, ob ich sie auf Anhieb nochmal finde. Hier ist auf jeden Fall schon mal eins. Holz erhalten. So, hier war das zweite. So, das dritte war hier. Hier oben war, glaube ich, auch noch eins, ne? Ja. Momentchen. Hier war was, oder? Ne. Ich weiß aber, dass man zu dieser Gate-Truhe da hinten hinkommt. Also die wohl oben war. Hier war das andere Holz. Oh, hier sind die dunklen Darkon-Wälder. Hier hat's was. Dafür bin ich schon gerannt. Ich kann nicht mehr. Zeit für Nickerchen. Ach, er wird doch müde. Oh, schwul. Ha, ich kann im Pen die Truhe öffnen. Geil.
Ja, komm, hör auf, Sepin. Das hat gut getan. So ein Spasten-Typ ist er. Wir können gehen. Aber nächstes Mal arbeitest du etwas mehr, okay? Joe, ich halt die Fresse. Also, da bist du ja noch zu etwas zu gebrauchen. Nimm sich gleich persönlich. Wir machen nur Scherze. Nun zu deiner Mission. Wer ist wir? Gib das, bitte das gefundene Holz ab. Du hast 5-mal Holz abgegeben. Gute Arbeit. Ich habe das hier zwischen dem Holz gefunden. Du darfst ihn behalten. Ja, ein Holzstock. Du kannst deine Waffe wie den Holzstock im Menü unter Equip ausrüsten. Halt die Fresse. Okay, du bist bis jetzt frei von Mission. Wenn du noch welche willst, komm zu mir. Hey, warum sollte ich Missionen machen, anstatt meine Fresse zu genießen? Du darfst dich frei im Dorf und in den Häusern bewegen. Doch pass auf, hast du nur in Mission verlassen. Außerdem erhältst du nach jeder Mission eine Belohnung, also überlegst dir gut. You're right, ich werde das Spiel ja zu 100% machen, also werde ich leider auch alles tun müssen. Oh Gott, da ist Choro. Du kannst von da nicht lesen. Okay. Unten Wälder. Endepisch. Hey, du Spacken. Hey, Pyroflo. Hey, du Arschgesicht. Stimmt, Choro wird später meinen Waffenladen eröffnen. Hier ist Choros Haus. Hier gibt's viele Easter Eggs. So. Das ist ein Loch. Mein Loch. Ja, Choro hat ein Loch. Choro kann lesen. Ja, das ist auch sehr verwundernswert. Geheim. Mein geheimer Baum. Mit B-A-O-M geschrieben. Was dieses... Warum es Baum heißt, das weiß ich gar nicht mehr. Welchen Grund hatte das denn nochmal? Das war irgendein Insider von uns oder von irgendjemand. Das weiß ich noch. Bist du sicher, dass du da rein willst? Wer hat das gesagt? Der heilige Baum von Choro. Nein, Choro hat einmal Baum mit Baum geschrieben, glaube ich. Bist du sicher, dass du da rein willst? Ja! Hi. Ich bin ein Baum. Meinen Namen verdanke ich Choros Rechtschreibung. Ich wusste es! Ich wusste es. So. So, das war Teil 1. Was ist hier? Von Marco geklaute Felder. Ja, Marco besitzt in diesem... Ist auch ein Charakter, der in Darkon lebt. Er besitzt Felder und Joe hat ihn Felder geklaut. Eine Katze, die wurft. Oh mein Gott! So, und jetzt nicht denken, das Spiel wird ein Trash-Game oder so. Nein, 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 das ist eine der wenigen... Ja, sagen wir mal, lustigen Easter Eggs, die es hier drin gibt. Sonst ist das Game story-technisch top. Wer wohnt hier? Getreidelager. Na, ich weiß eigentlich schon, wer hier wohnt. Oh mein Gott, ein Labyrinth. Anchoro. Keine freie Bedienung! Guter Plan. Potion erhalten. Ja, ich werde sie einsetzen, da werden meine Magika-Fähren wieder aufgeladen. Okay, falsches Spiel, aber ich werde sie trotzdem einsetzen. Was steht hier? 15 Teil, oh mein Gott, ich beklaue jemanden. Alter, du Fliege, du willst unbedingt auch das Game sehen, gell? Hier schwirrt nämlich da unten eine Fliege um meine Fresse. Was haben wir hier? Derzeitiger Getreidezustand, genug. Derzeitiger Heuzustand, mehr als genug. Derzeitiger Gemüsezustand, leider genug. Oh Mann, Gemüse. Ich hab übelst Schiss zu rennen hier. Was haben wir hier? Markus Haus. Servus, grüß dich. Kann man hier mit Sachen interagieren? Kann man mit dem Fass interagieren? Nein. Hi, du Spaß. Angeblich besitzt Joe eine Tarnkatze. Schon mal davon gehört? Oh ja. Wir haben sie enttarnt. So, wir will mal Joro enttarnen in Skype. Der kommt nämlich immer als offline angezeigt on. So, was gibt's hier? Rechts Bauernfelder, oben Quelle. Stimmt, ich darf ja nicht raus. Oh Gott, die Fette. Entschuldigung. Ach stimmt, das haben wir auch noch nicht besucht. Hier wohnt er nämlich noch ein Charakter. Patricks Haus. Ja, also ich finde, Patrick hat Style. Wenn du Magie einsetzen kannst, wirst du etwas wie das hier gut gebrauchen können. Ein Aether. Jo, Aether sind sowas wie MP-Heil-Items. So, hi. Was willst du? Kämpfen, dann Wasser holen. Ich möchte Wasser holen. Also grün gekennzeichnet sind immer die Pflichtaufgaben. Ich möchte aber zuerst Wasser holen. In dieser Mission sollst du selbstständig das Dorf verlassen, um Wasser von der Quelle zu holen. Klar. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, dass du diese Mission alleine leben musst. Ja gut, in ihrem Haus ist ein Eimer zum Füllen. Werden wir alles irgendwann die Tage mal besuchen. Alter, hat die viel... Oh Gott, ihren Teddy, der auf dem Bett liegt. Sollte doch alle mal sterben gehen. So. Hier irgendwo ist das unsichtbare Event Choro. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, er steht genau jetzt hier vor mir. Das kommt nachher noch. So. Hey.
Ich werde diese Truhe wahrscheinlich sonst nie wiederholen können. Eine Potion. Hey, die muss ich kennen, die kommt doch aus Mario, ne? Ne, kommt sie nicht, aber sie klingt geil. Sollte einmal mit Wasser aus der Quelle füllen. Okay. Einmal mit Wasser gefüllt. Na bitte, war doch nicht so schwer, oder? Den Eimer kannst du mit dem Wasser wiedergeben. Ja. Belohnung? Ach ja! Hier bitte! 15 Taler, wir sind endreich. Ich möchte kämpfen lernen. Für spätere Missionen solltest du kämpfen können. Verbinde dich mit Marco und lerne es auf den Feldern. Klar, dann gib. Dann ab mit dir, du darfst das Dorf zu den Feldern und verlassen. Also, ich übelst der Chef, du darfst das Dorf jetzt verlassen, du darfst das Dorf jetzt nicht. Momentchen! Ich hab's gesehen, mein Lieber. Du denkst doch wohl nicht, ich würde kacken gehen. Ja, ja, ja. Deine Oma. Frostsplitter, was auch immer er uns bringt, ich hab ihn. Ja, da hast du mal gesehen. Denkst du, ich verpasse hier jedes Secret. Markus Getreidefelder. Ja, und hier, hier unten irgendwo. Genau, ja. Das sind die Getreidefelder, die Joe geklaut hat. RIP. Rest in Peace. Von Joe gepolte Felder. So, was haben wir hier? Ein Loch und eine Schaufel. Geil, endepisch. Oh Gott. Markus Rübenacker. Markus Bärenacker. Ah, schon wieder eine Truhe. Bürosplitter. Immer diese Splitter suchen hier. Markus Kohlacker, um Pyroflu zu quälen. Oh Gott, ja, schon Pyroflu hasst Kohl. Markus Rübenfelder. Waren das nicht schon die Rübenfelder? Nein, das waren die Rübenecker. Cool. Hi. Hey Pufflo, du willst doch das Kämpfen lernen, oder? Naja, eher, weil es deine Mission ist. Was auch immer. Ich habe die perfekte Trainingsidee. Und die wäre, wir kloppen auf eine Vogelscheuche ein, die wehrt sich nicht. Wie du meinst. Ja. Also im Angriff! Oh mein Gott, die arme Vogelscheuche. Mit der übelst epischen Kampfmusik natürlich. Okay, du hast folgende Kommandos. Schreib mal Kommandos, nicht mit 2 M. Keine Ahnung. Zur Verfügung. Kampf und Flucht. Flucht habe ich dir gesperrt, weil wir kämpfen wollen. Weil du dich entschieden hast zu kämpfen, hast du 4 weitere Aktionen zur Auswahl. Nimm einen einfach angreifen, du hast schließlich keine Techniken und Abwehren oder Items bringt bei diesem Gegner nichts. Da dieser Gegner nicht angreift. Ja, yeah, ich könnte einen Adder einsetzen. Oder eine Potion. Ne. Magie hat da nichts. Auf die Vogelscheuche einkloppen. Oh, ich habe auch. Geil, Mann. Nein, Marco sollte nicht abwehren. Spaß. Vogelscheuche macht nämlich nichts. Hat Marco Technik? Ja, er hat Powerschlag und den Rundumhieb. Egal, Marco greift auch an. Oh ja, Marco hat einen höheren Angriff. Und die Vogelscheuche ist unbesiegbar. Sie ist der einzige Gegner im Spiel, die unbesiegbar ist, weil sie sich nach jeder Runde selbst heilt. Ja. Ja, ich habe keine Lust mehr. Außerdem hast du das im Prinzip doch eh verstanden. Stimmt's? Auf jeden. Jetzt so Game Over Screen. Also, wenn ich das richtig verstehe, war deine Mission, kämpfen zu lernen. Und das hast du. Also ab mit dir. Du kannst nur jederzeit mit den Vogelscheuchen kämpfen. Sie wehren sich nicht. Sind aber auch nicht zerstörbar. Wenn du genug hast, flieh einfach. Oh mein Gott. Ich werde nie wieder eine Vogelscheuche herausfordern. Was? Schon fertig? Marco war sehr faul in letzter Zeit. Du hast recht. Naja, wenn du meinst, du weißt nun, wie man kämpft. Dann ist es in Ordnung. Mir egal, wo ist meine Belohnung? Na, meinetwegen. Ich erlaube dir von nun an, das Dorf zu den Feldern zu verlassen. Auch wenn du keine Mission! Ey! Mission mit 3S, also jetzt hört's aber auf hier, dazu hast. Außerdem hat Joe noch was für dich. Joro hat was. Für mich. Wo ist denn der Spast? Hi, du Spast. Hey, Poflo, kann ich mal deinen Hotdog sehen? Meinetwegen. Du hast den Hotdog abgegeben. Warte kurz. Super Joro Power. Tada! Der Hotdog wurde zum Holzstab. Scheiße, Mann. Ich hoffe, er gefällt dir. Ja, voll cool, danke. Sowas sollte ich öfter machen. Das ist es! Ich mache einen Waffenladen auf. Oh Gott. So, jetzt können wir den Holzstock ausrüsten. Holzscharp, meine ich. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, Welt und alle, die sie bevölkern. Hat er jetzt schon seinen Waffenladen, oder? Joros Waffenladen. Ich arbeite, nicht stören. Joron arbeiten. Sei wie so, macht es scheiße fressen. Ich speichere mal. Zum ersten Mal in der Vollversion. Hi. Ah, du hast den Stab also erhalten. Also, wir können mit unserer Mission weitermachen. Die wurden nämlich neue Missionen zugewiesen. Was auch immer.
Ja, zur Story ist jetzt noch gar nichts bekannt, denn, ja, nach dieser Mission... Ah, jetzt kommt die erste Nacht, stimmt. Was sucht Marco vor Pyroflos Haus? Ich kann das nicht. Verbirg dich, Sternlicht. Schau meine dunklen Absichten nicht. Okay. Ich durfte mich nach meiner ersten Mission frei im Dorf bewegen. Und nach der Mission im Feld durfte ich jederzeit in die Felder gehen. Ich sollte weitere Missionen erfüllen, um meine Freiheit zu erkämpfen. Scheiße, Mann, der wird voll unterdrückt. Ich sollte mir meine Freiheit erkämpfen. In diesem diktatorischen Reich. Okay, sorry. Entschuldigung, das habt ihr jetzt alle mal überhört, ja? Was willst du? Nüsse sammeln. Felderschütze. Nee. Nix da. Felderschütze nicht. Nüsse sammeln. In den dunklen Darkon-Wäldern gibt es Bäume, die seltene Nüsse tragen. Verbünde dich mit Jorah, besiege die Bäume und sammle 5-mal seltene Nüsse. Klar. So. Und in den dunklen... Los geht's! In den dunklen Darkon-Wäldern werden wir zum ersten Mal... auf... So, jetzt... Ich bin so ein Volltrottel. Tada! Was gibt's hier? Es gibt eine Rosipatrone mit. Och nö. Stimmt, so eine Scheiße gibt's ja auch noch. Geil. Oh, ja, okay, so 100% zählt aber halt dann doch nicht. Dass ich wirklich. Ach du Scheiße. Ah, wartet mal, hier sehen wir wieder was. Dass ich wirklich alles feuerreich. Was bringt denn der? Ah, passt schon. Feuerresistent ist immer gut. Wiederhersteller. Das ist bestimmt so ein Wiederbelebungs-Item, ne? Ja, cool, ich kann ihn sogar irgendwie einsetzen. Passt schon. What the fuck ist das? Der Darkon-Schrein. Oh, fickt euch. Tschüss, Mann. Okay, Leute. Ich sehe gerade, meine Zeit ist schon leider viel zu weit fortgeschritten, ne? Ja. Was haben wir da? Okay, das machen wir noch. Was sind... Alter. Hat das irgendeinen Sinn? Was ist denn das? Ja, vielleicht für später mal. Was haben wir hier? Okay. Das sind so kleine Easter Egg-Räume. Ich weiß noch, dass Joe beim Beta-Testen sich mal hier verlaufen hat. In einem Labyrinth, in dem es nur einen Weg gibt. Ja, okay, den HP-Boost lasse ich mal. Ich will meine Items nicht zu sonderbar verschwenden. Ja. Naja, ja, das solltet ihr schon wissen. Schade. Gut, dann hätten wir das geklärt. Ja. Yeah. Schade. Gut, meine Lieben. Dann. Moment mal. Gut, das kann ich machen. Ich wollte gerade nur testen. Weil stimmt, die normalen Darkon-Wälder sind ja noch friedlich. So. Hier ist der Eingang zu den dunklen Darkon-Wälder. Und was sich hier bewirkt und ob wir die Nüsse finden werden. Sehen wir im nächsten Part. Wenn euch der Part und das Spiel bis jetzt gefällt, könnt ihr mich gerne mit einem Daumen nach oben unterstützen. Und wenn ihr ultimativ freundlich seid und das Game euch ultimativ gefällt, es in eure Favoriten legen und oder ein Abo hinterlassen. Dann würde mich alles unterstützen und freuen. Ich hoffe, ihr gebt dem Spiel eine Chance. Mittlerweile sind wir auch schon fast beim Story Begin. Das so viel kann ich euch schon mal besprechen. Also, wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann und ciao.